Joseph Beuys hat mal gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Und darüber kann man streiten, aber wohl kaum über die Umkehrung. Jeder Künstler ist ein Mensch. So heißt eine neue Ausstellung der Kunsthalle Baden-Baden. Um zu beleuchten, was für Menschen Künstler sind und wie sie sich selbst sehen, stellt die Kunsthalle mehr als 30 Selbstporträts von Künstlern wie Max Beckmann bis hin zu Andy Warhol aus. In Form von Gemälden, Skulpturen, Fotos, Videos und Installationen. Und während mancher Künstler sein Gesicht sogar zur Marke machte, wollten sich andere, selbst als Kunstwerk, am liebsten vor ihren Mitmenschen verstecken. Wolfgang Breuer. Zigarettenkippen im Kopf des Künstlers, Selbstironie des Martin Kippenberger, als er sich darstellte. Martin, ab in die Ecke und schäm dich, nannte er dieses Werk. Kippenberger liebte die Gegenständlichkeit in seinen Arbeiten. Hier zeigt er sich als Weltenretter Spider-Man, der aber durch den Konsum von Drogen in wirtschaftliche Not gerät. Freiluftkühlschrank am Atelierfenster. Dagegen sucht Felix González Torres eher Harmonie mit seinem blauen Teppich. 147 Kilo Eisbonbons stellvertretend für sein Körpergewicht und das seines Lebensgefährten. Die Künstler in der Ausstellung berichten eigentlich sehr viel darüber, wie die Rolle des Künstlers sich verändert. Auch wie die Sicht des Künstlers auf sich selbst verändert. Cindy Sherman zum Beispiel schlüpft immer wieder in neue Rollen, die zum Beispiel Rollen der Frau in den Medien oder im Film thematisieren. Und das sind nur teilweise vorteilhafte Selbstporträts, die sie von sich schafft. Cindy Sherman regt so den Betrachter zum intensiven Nachdenken an, auch über die Rolle der Frau in der Kunst. Die Auseinandersetzung mit dem Selbstporträt als Offenbarung des Ich, das ist oft auch Bloßstellung einer inneren Zerrissenheit. Imi Knöbels Installation dokumentiert dies in großer Deutlichkeit. Häufig reagieren Künstler auch auf Themen, die in der Kunstgeschichte aktuell sind. Warhol nutzt in den 60er Jahren zum Beispiel den Siebdruck, malt also nicht mehr nur ein Bild mit seinem Gesicht, sondern seine Selbstporträts sind, wiederherstellbar, wiederholbar, seriell. Andy Warhol ließ sein Konterfei sogar auf Tapete drucken, nicht unbedingt ein Zeichen fehlenden Egos. Jeder Künstler ist ein Mensch, in der Tat. Mehr Mensch kann der Künstler von sich nicht zeigen.